wir werfen. Gibt es um 90 Euro beim OB und 75 Euro beim OB in der Kirche. Bambus. Vergiss ja, Blue Lizard. Von Wellborn Bamboo. Einpflanzen. Schauen wir mal, was da steht. Blue Lizard. Der Drachschuppenbambus. Einer, der keine Ausmaß vertreibt. Zumindest keine großen wie Philostachis. Oder Pseudosasa. Und von Wellborn. Bamboo Afrika aus Deutschland. Inspiriert durch die Farbpracht Afrikas. Der Blue Lizard. Gibt es noch andere? Was eigentlich gerne wächst aufrecht. So, dann schauen wir mal die Wurzeln an. Ah, schön mal hineingewickelt. Schaut ja recht schick aus. Man ist extrem durchgewurzelt. Aber gut. Der andere fährt gern. Ja. Da kommt der Start hinein. Unten werden wir immer unser Pellet hineingeben. Weil wir keine Löcher hineinschneiden in den Kopf. Respektive in den 65 Liter Mörtelkübel eckig und genau 90 um ein paar Mörtel zu haben. Übernehmen, die hier kommt. Weg. Und jetzt kommt unser Erd-Perlit-Gemisch. Perlit 100% mineralisches Substrat, das harte Boden weicher macht und durchlässiger und sandige oder weiche Böden durch 95% Luft, 5% Mineral in der Luft gibt.